Die Entwickler haben vor 2 Tagen ein 1,7 GB großes Update für die Sims 4 veröffentlicht, mit dem unter anderem auf das Ab-in-Schneeparadies-Erweiterungspack vorbereitet sowie neue Features wie Plattformen und wichtige Fehlerbehebungen integriert wurden. In diesem Video möchte ich nur meine Gedanken zum Update schildern und etwas mit den neuen Features herumprobieren. Im Erstelle einen Sim-Modus hat sich eigentlich nichts getan, aber ein paar kleine Neuerungen sind auf jeden Fall dazugekommen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was ihr erwartet, es gibt keine neuen Objekte, aber ich habe gesehen, es gibt hier bei den Hautdetails gibt's 4 neue kleine Optionen. Nämlich, es gab ja schon vorher diese Hautfalten, aber jetzt gibt es die in verschiedenen Abstufungen. Das ist auf jeden Fall eine kleine Neuigkeit, die eigentlich ganz cool ist. Die waren vorher auch bei den vorgefertigten Presets dabei, sind jetzt aber auch einfach so verfügbar. Ist natürlich eine ganz nette kleine Neuerung eigentlich. Weiter haben die Kleinkinder ein paar neue Schuhe bekommen. Das stand auf jeden Fall auch in den Patch Notes. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, welche das sind, aber ich denke, die hier sehen neu aus. Die kannte ich vorher, glaube ich, noch nicht. Gibt es in ein paar verschiedenen Farben. Ja, eigentlich ganz nett. Ich muss zugeben, meine Sims bekommen von mir eigentlich nie solche Schlappen hier an. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch weiterhin nicht benutzen. Aber ja, ist doch eine ganz coole Ergänzung. Ich weiß zwar nicht, wie sie jetzt so zufällig auf die Idee gekommen sind. Wahrscheinlich, ab im Schneeparadies ist es wahrscheinlich kalt. Deswegen haben sie sich gesagt, okay, Kleinkinder brauchen neue paar Schlappen. Die sind jetzt auf jeden Fall auch da. Aber wahrscheinlich noch viel interessanter als die kleinen Neuerungen im Erstelle einen Sim-Modus sind die neuen Plattformen, die man hier auch schon sieht. Die gibt's in verschiedenen Formen hier. Einmal natürlich quadratisch, einmal gedreht, einmal hier so achteckig. Und naja, es ist jetzt auch möglich, mit diesen Plattformen theoretisch neue Pavillons eigentlich den Sims quasi in den Garten zu bauen. Vorher gingen die ja nur auf einer bestimmten Größe und jetzt könnte man theoretisch auch hier so Geschichten machen, wie hier jetzt eine erhöhte Plattform. Ihr wisst, dass ich jetzt nicht allzu gut bauen kann, aber jetzt könnten wir zum Beispiel hier diese Plattform ein bisschen höher machen. Jetzt könnte man zum Beispiel hier so eine braune Bar hinmachen und einen kleinen Außenbereich mit vielleicht, was haben wir denn hier Cooles? Irgendwas, was farblich ein bisschen zusammenpasst. So zum Beispiel könnte man das machen. Stellen wir das jetzt hier rein. Ah, es ist alles hier ein bisschen eng. So passt es auf jeden Fall noch. Ebenfalls neu sind hier diese Leisten für die Podeste. Da gibt es jetzt auch ein paar neue Sachen, wie zum Beispiel hier diese Leisten. Hier auch in verschiedenen Farben. Also klar, die hatten wir schon als Tapeten, aber bei den Fundamenten hatten wir die nämlich noch nicht. Ja, das sieht jetzt alles vielleicht nicht ganz so schön aus, aber ich glaube, ihr habt da vielleicht ein paar bessere Ideen als ich. Aber jetzt, um das mal so ein bisschen zu zeigen, sowas könnte man jetzt zum Beispiel machen. Jetzt ist hier nämlich ein bisschen Variation drin. Jetzt ist nicht alles immer gleich hoch. Eigentlich, ja, ich glaube, wenn man das vielleicht rund bauen würde, würde es eigentlich ganz gut aussehen. Es ist natürlich jetzt hier ein bisschen traurig, dass hier keine Barhocker bereitstehen, aber das wäre jetzt auf jeden Fall schon mal so eine Idee, was man theoretisch mit dem Update machen kann. Theoretisch könnte man jetzt natürlich auch, wie man auch schon im Trailer gesehen hat, in einem Stockwerk verschiedene hohe Plattformen machen, dass man hier im Eingangsbereich so einen höher gelegenen Bereich hat, es hier so ein bisschen runter geht. Ging ja vorher in The Sims 4 auch schon, aber halt ein bisschen umständlicher. Und jetzt ist es alles ein bisschen einfacher. Was ich ebenfalls auf Twitter gesehen habe, ist dieser Screenshot. Also scheinbar ist es jetzt mit dem neuen Update auch möglich, wenn man ein bisschen kreativ ist, hier sogar so eine Art Stockbetten zu bauen. Also wie man hier schon sieht, quasi ist hier ein Teil der Plattform, ist hier ein bisschen höher, ist mit einer Treppe verbunden und oben wurde dann so das Bett platziert und so wie es aussieht mit Balken oder ja irgendwelchen Objekten aus dem Debug so verbunden. Aber ganz ehrlich, das sieht doch mega cool aus und es funktioniert sogar perfekt wahrscheinlich, ohne Animationsprobleme, weil die Sims dann oben über die kleine Plattform einsteigen. Ebenfalls neu, natürlich haben wir auch schon in anderen Videos gesehen, sind die Halbwände, die es jetzt in verschiedenen Höhen gibt, in viel mehr als davor. Ich glaube, vorher waren es ungefähr so 7 oder so und jetzt haben wir hier schon einige Höhen, auch welche, die über mehrere Stockwerke gehen, wenn die wenn das Haus auf die normale Grundstückshöhe eingestellt ist.
Jetzt sieht man bei den Sims auch ebenfalls das neue Profil. Mir ist aufgefallen, das Feature ist gar nicht mal so sinnvoll, weil ehrlich gesagt, ob man jetzt sich die Infos über den Sim hier anguckt oder einfach, wenn man darüber hovert, macht ja an sich eigentlich keinen Unterschied. Hier ist alles zusammengefasst. Hier natürlich nochmal ein bisschen schöner in kleinen Kontextmenüs. Aber ob das jetzt so nötig war, ich weiß nicht. Eigentlich ein bisschen schade, dass man nicht die Fähigkeiten und so sehen kann. Das wäre jetzt vielleicht noch interessant gewesen. Oder so eine kurze Beschreibung, die man reinschreiben kann. Okay, vielleicht ist dieses Profil-Feature auch so ein bisschen dafür da, dass manchmal die Sims wirklich viele verschiedene Beziehungen haben. Auch ein paar Karrieren und mehrere Merkmale, so wie es auch im Blog-Eintrag beschrieben war. Da wird es dann manchmal hier unten wirklich ein bisschen unübersichtlich, aber ja, bei mir ist das ehrlich gesagt noch nicht so oft vorgekommen, aber ich kenne auch ein paar Spieler, bei denen das wirklich der Fall ist. Aber an sich natürlich trotzdem eine gute Ergänzung, wenn man das Ganze hier nochmal übersichtlich zusammengefasst haben will. Und jetzt würde ich doch auch gerne nochmal selber die neuen Gefühle ausprobieren, die es ja gibt. Ihr seid ja schon ganz gut befreundet, aber ich würde sagen, jetzt streitet euch jetzt mal ein bisschen. Das möchte ich doch jetzt gerne mal sehen. Irgendwie mit den Sims streiten mache ich so selten im Spiel, aber jetzt muss der Beziehungsbalken mal ein bisschen leiden. Aber ich glaube, man kann die Gefühle so ein bisschen mit den Erinnerungen aus The Sims 3 vergleichen, die es ja mit einem Update gab. In The Sims 3 war es ja so, dass man quasi mit jeder Interaktion, mit jeder größeren Interaktion eine Erinnerung bekommen hat, die man sich dann in so einem Buch anzeigen lassen konnte. Und hier ist es ja jetzt auch so ein bisschen so, wenn jetzt irgendwas Wichtiges quasi in der Beziehung von den Sims passiert, wird es dann hier so ein bisschen abgespeichert. Oh, okay, wir haben schon die Kämpfen-Interaktion freigeschaltet. Ich glaube, gleich wird es hier wirklich richtig Krach geben. Oh, ja. Das war, glaube ich, eindeutig. Die Sims haben jetzt hier ein sehr negatives Gefühl. Der schwellende Groll, Liberty hegt einen tiefsitzenden Groll gegen Travis. Es ist schwierig, die Vergangenheit zu vergessen oder zu vergeben. Was bewirkt, dass sich Liberty sehr unwohl in der Nähe von Travis fühlt. Das Feature ist auch wirklich einigermaßen ausgearbeitet. Das heißt nämlich jetzt, wenn die Sims so zerstritten sind, können sie nämlich auch schwerer quasi die Beziehung wieder aufrechterhalten. Und wie es hier gerade auch stand, scheinbar fühlen die Sims sich dann auch wirklich in der Anwesenheit vom verhassten Sim dann wirklich unwohl. Meiner Meinung nach wirklich ein sinnvolles Feature, warum auch immer sie das jetzt erst reingebracht haben. Also die Idee ist meiner Meinung nach wirklich gut. Schauen wir auf jeden Fall mal, ob es mit neuen Packs dann auch mehr Gefühle geben wird. Aktuell gibt's, habe ich glaube ich bei Sims Community gesehen, gibt es ungefähr 53 verschiedene. Zusammen natürlich mit dem Ab in Schneeparadies Erweiterungspack, was rauskommen wird. Mit dem Basisspiel sind es ein paar weniger. Ebenfalls eine wichtige Neuerung meiner Meinung nach ist, dass die Sims jetzt laut den Patchnote zumindest, wenn sie quasi in der Küche sind, auch wirklich in der Küche abspülen. War ja vorher nicht immer der Fall, das ist jetzt also scheinbar gefixt. Schauen wir mal, wie sich das im Spiel auch so verhält. Und ein anderes Update, die Sims, die in der Welt herumlaufen, sollen jetzt scheinbar wirklich nicht mehr diese komischen, zufälligen Klamotten anhaben, die überhaupt nicht zusammenpassen, sondern jetzt, da steckt jetzt scheinbar ein neues System dahinter, mit dem die Sims quasi immer zum richtigen Anlass auch die richtigen Klamotten anhaben. Das soll jetzt also auch besser funktionieren. Ich meine, an sich ist es ja eigentlich eine lustige Sache, aber irgendwie hat es dann doch ein bisschen genervt, Sims mit so ganz komischen Outfits zu sehen. Und das letzte große Feature haben wir ja ebenfalls schon gesehen, aber jetzt hier nochmal, man kann jetzt ein Wohngrundstück auch in ein Mietobjekt verwandeln, also quasi mit den Sims auf einem normalen Grundstück in einer normalen Welt auch in den Urlaub reisen. Das war vorher nicht möglich, natürlich sollte man auch ein Grundstück wählen, was alle Voraussetzungen hat, um dann Sims ein paar Tage zu beurlauben. Wenn wir jetzt quasi also mit unseren Sims in den Urlaub reisen, natürlich auch mit unserer verhassten Liberty, dann haben wir jetzt neben den klassischen Urlaubswelten, die man leider nicht in Wohnwelten verwandeln kann, haben wir jetzt hier auch unser Sanmai Shuno, was wir jetzt mit einem passenden Mietobjekt ausgestattet haben. Und glaube ich ebenfalls auch neu sind diese kleinen Beschreibungen, die jetzt hier bei jeder Welt angezeigt werden, wenn man hier mit den Sims in den Urlaub reisen will. Können wir jetzt hier eine bestimmte Anzahl an Tage auswählen, zum Beispiel jetzt 5. Stelle ich mir zum Beispiel auch für Sulani ganz cool vor, oder Welten allgemein, die theoretisch auch eine Urlaubswelt sein könnten. Brinidon Bay vielleicht noch. Und ja, jetzt können sich die Sims quasi in diesem Urlaub in Sanmai Shuno aufhalten und in der Welt für ein paar Tage leben.
das war es eigentlich auch schon mit dem Update. Ebenfalls ist vielleicht noch neu, dass es eine neue Radiostation gibt, die S-Pop-Radiostation. Beziehungsweise sie gab es vorher schon, aber jetzt haben wir da 5 neue Songs. Was denkt ihr über das neue Update und was für Features sollten die Entwickler eurer Meinung nach mit den nächsten Updates ebenfalls integrieren? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.